Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhies80 mit einem neuen Mediabook-Unboxing-Video für euch. Aber nicht nur ein Mediabook, sondern gleich drei in einem schicken Schuber. Und endlich, man muss wirklich sagen, endlich ist es soweit. Nameless Media bringt nun endlich Hostel, die Trilogie, nun in Mediabooks und in noch diversen Editionen heraus, die es alle bei Eike Media exklusiv zu kaufen gab oder gibt oder die auch an anderen Händler auch, aber Eike Media ist auf jeden Fall exklusiv. Und wir mussten wirklich lange drauf warten und endlich ist auch Hostel 2 in der komplett ungeschnittenen Fassung vorhanden. Also diese eine besondere Szene in der Badewanne ist nun mit drin. Ich habe sie nur im Kino gesehen und seitdem nie wieder. Aber nicht nur das, auch Hostel 1 wurde ich noch mal ein bisschen überarbeitet. Ich habe noch die Weekend of Hell Edition hier noch von damals und die bleibt auch immer in meinem Besitz. Einfach so, ich liebe das Covermotiv und eben weil es eben die Weekend of Hell Special Edition ist. Und da bleibt es auf jeden Fall immer schön in meiner Sammlung. Aber nicht nur das, im Hostel wurde nochmal überarbeitet. Es ist ein 4-Disc-Set mit dabei gekommen, wo auch hier erstmalig der US-Director's Cut hier mit enthalten ist. Komplett in deutscher Sprache. Und natürlich auch die Extended-Fassung oder zumindest die Unrated-Fassung in Deutschland gibt es hier ebenfalls. Was da der Unterschied ist zwischen den beiden, kann ich jetzt auch gleich beantworten. Es sind nämlich die Enden. Der komplette Film der US-Fassung ist eigentlich der Director's Cut auch zu der deutschen Director's Cut-Fassung. Aber das Ende ist ein alternatives Ende. Denn in der deutschen Fassung gibt es einen brutalen Mord. Und in der US-Fassung gibt es eher eine Enthüllung von ein paar Charakteren. Ich will jetzt nicht so viel mehr spoilern. Also ihr seht auf jeden Fall, der Unterschied ist wirklich nur das Ende von der Director's Cut-Fassung zu der deutschen Fassung. Und natürlich jeder muss selbst entscheiden, was natürlich das bessere Ende für diesen Film für sich selber natürlich auch ist. So wie schon mal zu den verschiedenen Schnittfassungen von Hostel und auch Hostel 3 wurde ich nochmal digital oder zumindest nochmal ein bisschen Remaster rausgebracht mit Bild und Ton. Den dritten Teil habe ich noch nie gesehen. Ich habe schon gehört, der dritte Teil soll wirklich sehr, sehr schlecht sein. Aber Teil 1 und Teil 2 natürlich hier immer wieder ein Genuss. So wie schon mal zu den verschiedenen Verbesserungen der verschiedenen Editionen hier auch. Und jetzt gibt es mal einen kleinen Überblick über die verschiedenen Editionen. Also wir fangen jetzt erstmal an mit den Mediabooks. Ich mache jetzt einfach hier mal so einen kleinen Schwenk nach rechts und blende jetzt hier mal ein ganz großes Bild ein mit den kompletten verschiedenen Editionen, die es jetzt so gibt. Ganz oben seht ihr nun Hostel. Die gibt es in drei verschiedenen Cover-Variationen. Auch die sind natürlich auch alle sehr, sehr stark aus. Und die sind alle jeweils limitiert auf 333 Stück. Dann gibt es in der zweiten Reihe 4 Mediabooks zu Hostel 2, was ich auch sehr gut finde, denn Hostel 2 ist wahrscheinlich jetzt hier in dieser Edition, in dieser Variation auch die begehrteste Fassung, einfach aus dem Grund, weil es hier erstmals in der Uncut-Fassung vorliegt und davon gibt es eben 4 verschiedene Covermotive und auch eben 4 verschiedene Mediabooks, die auch jeweils verschiedene Limitierungen auch haben. Und vom dritten Teil gibt es auch wieder 3 verschiedene Mediabooks, wie auch schon vom ersten Teil, und die sind ebenfalls limitiert auf 333 Stück. Dann gibt es eine Complete Big Book Edition, also ein großes Mediabook, wie auch schon von Maniac oder auch Zurück in die Zukunft. Das Big Book ist limitiert auf 444 Stück, beinhaltet eben alle 3 Teile in einem großen Mediabook und natürlich auch die kompletten Texte von allen 3 Mediabooks ineinander gepresst, was auch natürlich sehr platzsparend für den einen oder anderen ist. Auch sehr schön natürlich auch. Und dann kommt es im Laufe des nächsten, es kommt ein bisschen später raus, und zwar noch die wattierten Big Books. Und da gibt es auch 2 verschiedene Covermotive, die ihr seht, und die sind limitiert auf 750 Stück. Also es wird hier wirklich jeder bedient werden können. Aber natürlich, ihr müsst auf jeden Fall schneiden, um auch wirklich alles zu bekommen. Dann gibt es noch
für mich persönlich die schönste Edition eben hier die Schuber Edition, wo es eben alle Teile in einem extra separaten Mediabook gibt und auch ein exklusives Artwork auch jeweils in diesen Schuber jetzt auch mit enthalten ist. Die einen finden es ein bisschen langweilig, aber ich muss sagen, gefallen mir diese Mediabooks mit am besten. Und die packen jetzt auch dann gleich gemeinsam aus. Dann gibt es auch noch für unsere Hardboxen-Sammler da draußen auch noch jeweils zu jedem Film eine Hardbox, die limitiert ist auf 99 Stück. Und auch für alle VHS-Boxensammler gibt es auch noch welche, zu jedem Film eine VHS-Box. Und die sind auch nochmal jeweils limitiert auf 500 Stück. Also ich denke mal, da gibt es jetzt wirklich jede Menge an Auswahl für jeden von euch, der sich jetzt eben diese Filme auch nochmal holen möchte. Und denke mal, von daher schaut es ja schon mal für jeden ganz gut aus, dass man auch nun Hostel 2 auch endlich in der Unrated-Fassung auch zu finden ist. Die Boxen kommen eigentlich noch am 23.12. raus, sind auch schon im Umlauf, weil nämlich einige schon bekommen. Ike Media verschickt auch schon ganz fleißig, aber bisschen Geduld, er ist eine Ein-Mann-Armee, kann man fast sagen, und macht auch eben alles alleine. Und von daher dauert es eben ein bisschen, also bitte einfach Geduld haben, eure Edition kommt auf jeden Fall an. Auf den Filmbörsen, wo jetzt ich war, waren sie schon über ausgelegen, also wirklich jede Kaffee-Variation war es ausgelegen, also auch hier auf Börsen gucken, denn ich denke mal, jeder soll was von Hostel 2 auch bekommen. So viel schon mal zu Informationen von den ganzen Hostel-Auflagen. Also es ist wirklich extrem viel Auswahl. Und jeder muss für sich selbst entscheiden, was eben jetzt eure Edition persönlich euch gefällt und was euch am besten anspricht. So, ich habe mich eben für die Schuber-Edition entschieden. Einfach aus dem Grund, ich mag einfach gern eine schöne Schuber-Edition mit den ganzen Mediabooks drin. Und was auch alles zusammenpasst. Und jetzt haben wir hier schon mal eben dann diese Schuber-Edition und hier eben schon mal dann Teil 1 bis 3 Hostel und hier nochmal eben Limited Complete Collection und auch hier eben die verschiedenen Artworks, die man hier schon mal sieht. Und natürlich auch passt auch hier alles sehr gut zusammen. Hostel 2 und 3. Also ihr seht hier schon, so schaut das Ganze aus. Und würde mal sagen, wir machen mal die Folie runter. Und dann werden wir doch direkt mal in die Ego-Perspektive gehen. Oder ich gehe erstmal in die Ego-Perspektive und während ich dann alles auspacke, sehen wir uns dann gleich in der Ego-Perspektive wieder. Bis gleich. Und da sind wir nun auch schon mit der Schuber-Edition zu Hostel mit Teil 1 bis 3 in der Uncut-Fassung. Und bevor wir jetzt zur Schuber-Edition kommen, also zu den Mediabooks an sich, werden wir erstmal kurz den Schuber hier entfernen. Und uns mal ganz kurz die Banderole angucken, die jetzt eben hier mit beiliegt. Die passt natürlich perfekt um den Schuber herum. Da haben wir eben hier oben Limited Complete Collection stehen und hier oben natürlich Teil 1 bis 3 in der Uncut-Fassung. Auf der Rückseite haben wir eben dann die komplette Inhaltsangabe zu den verschiedenen Filmen mit auch einen kleinen Einblick schon mal, wie die ganzen Kaffeemotive aussehen. Und hier sie suchen das Abenteuer und finden das nackte Grauen und hier Unrated Extended Cut inklusive erstmals der Unrated Director's Cut Fassung auf Deutsch. Und habe ich schon jetzt erwähnt, wie es jetzt eben hier ist, was der Unterschied ist zwischen der US-Fassung und der deutschen Fassung. Und hier, wie gesagt, die Laufzeit ist auch komplett identisch mit dem Director's Cut. Der deutschen und auch der englischen Version ist wirklich komplett gleich. Und der Film ist aus dem Jahr 2005. Und ich werde nie vergessen, wo ich damals im Kino war. Aber dazu gleich beim Mediabook mehr. Dann haben wir hier dann die Fortsetzung. Auch hier schon mal ein sehr schickes Motiv, die mir persönlich auch sehr gut gefällt. Gab es auch jetzt auch hier im Einzelnen Mediabook das ähnliche Motiv und hier erstmals, wie gesagt, Uncut. Es ist auch keine lange Laufzeit mehr, es ist wirklich auch gleich geblieben, denn es sind wirklich bloß ein paar Sekunden, die bei diesem Film fehlen, aber eben die war natürlich auch wichtig. Der Film geht hier auf Blu-ray 95 Minuten und auf DVD 91 Minuten, der zweite Teil, und ist aus dem Jahr 2007. Und der dritte Teil, Hostel 3, ebenfalls hier in der Unrated-Fassung mit einer Laufzeit von 88 Minuten und der Film geht ist aus dem Jahr 2011. So, hier nochmal dann das Bonusmaterial. Auch hier ist wirklich einiges dabei. Da könnt ihr gerne mal auf Pause drücken. Also wirklich doch einiges zum Nachschauen.
Und hier dann die Limitierungsnummer, eben diese Schuhbedienung ist auf 5er Stück limitiert. Hier Nummer 58 bekommen und hier keine Abgabe an Kinder und Jugendliche. Ist auch vollkommen klar. Denn der Film, zumindest die Filme, haben es noch ein bisschen in sich. So, wir sind schon mal durch mit dem Schuber bzw. mit der Banderole. Und jetzt gucken wir uns mal den Schuber an. Und hier haben wir es auch schon. Wow! Es ist wirklich eine sehr interessante Schuberhülle. Es ist nicht alles so ganz perfekt scharf, aber es passt einfach zu dem kompletten Gesamtbild hier, was man hier so sieht. Wir sehen nämlich hier die ganzen Utensilien, um Menschen wirklich weh zu tun. Einmal die wunderbare Bohrmaschine, die auch hier mit einem Glanzeffekt daherkommt, was ich schon hier sehr interessant fand. Auch hier die Bluttropfen ebenfalls mit einem Glanzeffekt. Und hier muss ich sagen, dachte ich, was ist denn das hier oben für Fleck? Aber auch hier die kleinen Fleckchen hier vom Blut sind ebenfalls hier mit wirklich einem Glanzeffekt versehen. Das kommt ein bisschen so zur Geltung. Also hier sieht man zum Beispiel sehr gut. Sehr schön gemacht auf jeden Fall. Das Ganze natürlich hier auf einem OP-Tisch liegend. Hat auch eine Ähnlichkeit mit einem Stoff im Hintergrund. Und hier Elite Hunting mit dem Hund hier. Und auch das geht nun komplett um die kompletten Schuhe herum. Also die ganzen Arbeitsutensilien, um jemanden zu quälen, ist auf jeden Fall hier wunderbar gegeben. Und man kann sich hier wunderbar aussuchen, mit was man jetzt am besten hier anfangen möchte. Auch hier geht der Bluttropfen hier sogar weiter. Und die Hostel 1, 2 und 3. Da haben wir hier eben das Nameless Logo und unten das Sony Logo. Also muss ich wirklich sagen, auch diese Box ist hier wirklich sehr geil gelungen. Auf der Rückseite haben wir leider hier keinen Glanzeffekt. Hätte ich noch ganz cool gefunden, noch ein weiteres Utensil hier ein bisschen hervorzuheben. Wie zum Beispiel hier diese Klemme hier oder eben hier der Nasenbohrer vielleicht, oder hier auch das Teppichmesser. Also man hätte hier doch ein bisschen was verfeinern können, aber so im Großen und Ganzen schaut diese Box wirklich sehr schick aus. Wenn man auch dieses dann natürlich auch mag und auch ein bisschen auf kontroverse Sachen auch steht. Auch hier oben nochmal dann im Hostel 1 bis 3. So schaut das Ganze hier aus. Und dann schauen wir uns mal hier nochmal die Mediabox an sich an. Hostel 1, 2 und 3, natürlich auch hier passend nebeneinander, auch hier eben das Blu-ray-Disc-Logo, das DVD-Logo, dann ein paar Szenen, zumindest die schönen Motive noch, dann auch dann der Schriftzug, auch hier passt perfekt und hier Nameless und eben hier noch dann die Produktnummer. Und würde mal sagen, wir schieben jetzt einfach mal die 3 Mediabox hier raus. Tada! Und bevor wir zu den Mediabox kommen, haben wir hier die Schubernummer an sich. Ist auch wirklich sehr stabil gebaut. Also hier kann man auch hier wirklich nichts meckern. Ist ungefähr die Stabilität eines Film-Arena-Schubers, ganz ehrlich. Und schaut hier schon mal sehr, sehr schick aus. So wie schon mal zu dem Schuber. Und natürlich beginnen wir natürlich nicht mit dem dritten Teil, sondern natürlich mit dem ersten Teil von der Edition. Dann haben wir hier schon mal Quentin Tarantino Present Hostel Buch und Regie Eli Roth und eben hier mit dem exklusiven Artwork zu der Box und es passt auch natürlich perfekt zu der kompletten Gestaltung von dem Schuber. Eben hier mit ein paar besonderen Utensilien, wo man auch hier verwenden kann. Auch das ganze Utensil ist auch hier mit einem Glanzeffekt versehen. Auch der Schriftzug Eli Roth und auch Quentin Tarantino haben eben diesen Glanzeffekt bekommen. Vom Druck her ist ein bisschen pixelig, aber wie ich schon sagte, es passt einfach zu dem Komplettbild von der Schuhedition. Für nicht jedermanns Geschmack, aber ich muss sagen, ich mag es doch ganz sehr. So, auch hier nochmal das Bein. Und dann hier die Rückseite. Und auch hier muss ich sagen, die Rückseite natürlich hier ist auch wirklich sehr geil geworden mit dieser besonderen Szene. Ich sage hier bloß Auge. Und hier eben genau diese Szene hier, was man hier so sieht, habe ich im Kino auch gesehen und war ich mit meiner Arbeitskollegin drin. Da war ich erst ganz frisch auf dieser Station und ich habe gewusst, dass die auch gern Horrorfilme mag. Und dann waren wir im Kino gesessen ganz, ganz oben und die nette Dame springt dann vom Zug irgendwann mal. Und dann schreien wir wirklich ganz lautstark im Kino, zeigt die Leichenteile, zeigt die Leichenteile. Es kam nicht so ganz gut an bei dem Publikum, aber wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß. So wie schon mal zu dieser kleinen Anekdote von mir, wo ich eben hier erlebt habe im Kino.
Aber auch das Bild auch hier wirklich sehr geil gemacht. Hier sogar das blutige Auge, zumindest das raushängende Auge, ist hier in Rot gestaltet, also alles hier schwarz-weiß. Und das Motiv gefällt mir auch hier verdammt gut. Und ich sehe schon einen kompletten Glanzeffekt haben wir hier. Und persönlich gefällt es mir hier absolut gut. Besser natürlich als das Frontmotiv, ist klar. Also auch das wäre natürlich perfekt als Vordermotiv gelungen. Gibt es ja auch als ja, Einzelmeterbook zu kaufen. Und jetzt schlagen wir hier mal auf. Und dann geht es hier schon mal los. Da haben wir hier eben dann der Unrated Director's Cut. Das müsste jetzt eben hier jetzt die englische Fassung sein. Diese sieht jetzt so aus. Auch das gibt es auch als Motiv im Mediabook. Und einmal hier dann die Unrated Extended Cut Fassung. Das ist die deutsche Fassung. Und ihr seht hier schon, die Laufzeit ist hier wirklich identisch. Da gibt es keinen großen Unterschied. Also man muss jetzt dann selbst entscheiden, welches Inner man eigentlich am besten sehen möchte. Gut, dann auch hier ein schönes Hintergrundmotiv. Auch hier nochmal ein bisschen Utensilien aus der Werkstatt der verrückten Menschen. Und diese sehen hier so aus. Auch hier, würde ich sagen, schaut hier wirklich gestochen scharf aus. Natürlich auch hier in Schwarz-Weiß. Hier die Bohrmaschine und dann blenden wir hier mal durch. Willkommen in deinem schlimmsten Albtraum. Eddie Rose zeigt die dunkle Seite des Backpaper-Urlaubs. Der Mensch als Schlachtvieh, die dunkle Seite des Menschen. Alter, sehr krasse Bilder hier mit dabei. Inspiriert von wahren Ereignissen, Wahrheit oder PR-Gag. Also ich hoffe mal, dass es nur ein PR-Gag ist, ne? Ist klar. Dann Ellie Rose. Da ist er auch. Dann ein paar weitere Szenenfotos in der Mitte. Dann haben wir Jay Hernandez. Dann Derek Richardson, Ehemann von Franka Potente. Dann haben wir hier Barbara Nedeljakovka, Modell und Schauspielerin. Nathan Barr, Assistent von Hans Zimmer. Oh mein Gott, interessant, wer es alles ist. Und hier nochmal Ellie Rose. Und hier Filmfehler und Wissenswertes über diesen Film. Und dann haben wir hier auf der Rückseite haben wir eben hier dann Director's Cut auf DVD. Eine Laufzeit von 90 Minuten. Und nochmal hier dann der Unrated Director's Cut ebenfalls hier nochmal auf DVD. Auch hier wieder im Hintergrund die Arbeitsutensilien, aber hier noch ganz komplett sauber. Und so schaut es auch hier schon mal sehr, sehr schön aus. Wir gehen mal ganz kurz auf das Mediabook ein von der Weekend of Hell Edition. Denn das ist natürlich komplett anders da gestaltet wie eben hier dieses Mediabook. Also hier, wenn man eben diese beiden Mediabooks hat, ist das auf jeden Fall kein Vergleich. Wir machen mal zu. Auch hier natürlich wieder ein Premium Mediabook von Nameless, sehr stabil gebaut. Und hier nochmal eins von älteren Versionen noch von hier. Also hier ist auf jeden Fall sehr deutlich, wie stabil das jetzt gebaut wurde. Ungefähr schon 2 mm dicker als das alte. Aber auch das natürlich auch sehr schick. Auch hier wieder ein Glanzeffekt. Und wir werden einfach immer durch. Hostel Ellie Rose. Und dann geht es hier los mit dem hier. Ich bin gespannt, ob sie jetzt doch etwas wiederholt. Aber ich glaube, hier ist ein bisschen weniger Text drin als in der neuen Fassung. Ja, auf jeden Fall schaut man, dass das wesentlich weniger Text geschrieben von Martin Groh. Und hier dann die DVD. Und hier haben wir auch nur eben die unrated deutsche Fassung drauf, die Extended Fassung drauf. Nicht eben den Director's Cut von USA. Jawohl, so viel schon mal zur Information für den ersten Teil von Hostel. Und wir legen jetzt mal kurz den weg und dann machen wir gleich weiter mit dem zweiten Teil. Und für viele natürlich am höchst interessantesten ist natürlich dieser Teil und hier mit einem wirklich sehr, sehr interessanten Covermotiv hier mit einer nackten Frau, der ihr Kopf
ja fehlt und sie sich eben gerade hier in der Hand hält. Und ich finde das Motiv auch wirklich sehr, sehr stark. Und hier erstmal dann das komplette Motiv. Wir gehen ein bisschen näher ran, um auch wirklich alles euch zeigen zu können. Ist natürlich klar. Dann haben wir hier Quentin Tarantino Presents Hostel 2, Buch und Regie Ellie Roth. Und hier nochmal eben dann der kopflose Nick, die kopflose Frau, wollte ich eigentlich sagen, das ist klar. Sehr schön auf jeden Fall, auch hier mit einem kompletten Glanzeffekt der kompletten ja, Figur hier. Sehr schön gemacht, auch der Schriftzug hier sehr, sehr gut. Und muss auch hier sagen, ist schon ein sehr, sehr schickes Motiv. Aber man muss dazu sagen, es passt vielleicht nicht ganz zu dem kompletten Konzept von der Box. Denn wenn wir gleich noch Hostel 3 angucken, ihr werdet dann gleich sehen, was hier ein anderes da ist. Wir gehen jetzt mal hier auf dem Spine über. Das sieht hier so aus. Auch hier nochmal mit der Dame, die auch hier ein bisschen die Zunge raushängen lässt. Und auch im Hintergrund eben hier eben dann eine der Peiniger. Auch hier mit einem Glanzeffekt versehen. Auch das schaut hier wirklich sehr gut aus. Auch hier wieder mit ein paar roten Blutspritzer mit dabei. Die Story natürlich ist eigentlich ähnlich wie vom ersten Teil, nur diesmal eben mit Mädels. Und dann haben wir eben hier die berühmte Szene, die eben geschnitten wurde. Haben wir hier im Hostel 2 die Blu-ray-Fassung in der Uncut-Fassung. So, vom Innendruck, zumindest hier, schaut eigentlich identisch aus. Es ist auch identisch. Bisschen schade. Ja, das ist wirklich identisch. Die Aufmachung hier vom Innendruck. Und dann blätter ich mal durch. Und jetzt geht es hier weiter mit Hostel zurück in den Folterkeller. Oh mein Gott. Sau krasse Szene mit dabei. Dann haben wir hier taffe Frauen im Film. Und hier Ellie Roth, ein kleiner Überblick über sein filmisches Schaffen und seine Person. Da ist nochmal Cannibal Holocaust. Dann haben wir hier Lauren German. Eine kleine Biografie. Dann haben wir hier eben den Roger Bart vom Musical-Star zum Schauspieler. Hesse Matarazzo. Und hier Bio Phillips. Und hier eben Nathan Barr. Und hier Filmfehler und Wissenswerte sind auch immer dabei. Ein Text von Wolfgang Brunner geschrieben. Und auch hier nochmal eben dann auch schon dasselbe Motiv wie auch schon von der Edition von Hostel 1. Bisschen schade. Hätte ich mir doch ein bisschen anders gewünscht als Hintergrundmotiv, was alles zu bekommen. Und nochmal hier dann die DVD, die ebenfalls mit dem Motiv von dem Cover, was wirklich hier auch sehr schön ausschaut. So, wie schon mal zu Hostel 2. Und jetzt meine ich gleich, was ich richtig sagen werde. Jetzt geht es noch zum dritten Teil über, den ich jetzt persönlich noch gar nicht kenne. Wir haben nämlich hier wieder ein ja, Arbeitswerkzeug. Und deswegen meine ich, es passt nicht ganz so in den kompletten Konzeptbild hier rein. Wenn man es sich mal so anguckt, wir haben hier eben ein Werkzeug, wir haben hier ein Werkzeug und hier eben die nette Dame. Gut, die nette Dame ist natürlich jetzt kein falscher Fehler, einfach aus dem Grund, weil das ist natürlich auch sehr schön anzugucken. Aber zum kompletten Gesamtbild passt es jetzt nicht ganz so. Wenn man jetzt wirklich ein bisschen pingelig sein sollte, bin ich ja überhaupt nicht, wisst ihr ja. Aber das ist nicht ganz so. Also hier hat man auch ein anderes, ja, Folterwerkzeug noch benutzen können, als eben dieses Motiv hätte man als Alternative auch als Backcover nehmen können. Aber es wäre wirklich Jammern auf hohem Niveau und Jammern und Meckern, denn das Motiv ist hier wirklich hervorragend zu Hostel 2. So, Hostel 3, wie gesagt, diesen Film kenne ich überhaupt nicht und habe da auch noch nie wirklich was Gutes über diesen Film gehört, aber natürlich auch gehört er mit zu dieser Reihe. Aber das Motiv auch hier schaut wieder hier sehr schön aus. Wir haben auch hier, wie gesagt, eben ein Folterwerkzeug mit wie ein, ja, würde ich sagen, wie ein Haken oder ist ein Haken. Aber wir haben hier keine Bluttropfen, die hier blutig sind. Hätte ich noch cool gefunden, eben auch hier diese Bluttropfen als mit blutige versehen zu bekommen. Aber auch hier Hostel 3 ebenfalls mit einem Glanzeffekt versehen. Haben wir hier ein paar Pokerchips. Die Pokerkarte haben wir hier oben.
Und um was für den Film geht, wirklich keine Ahnung. Also noch nie gesehen. Und hier in meine Erstsichtung wird es hier werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir gehen mal ein bisschen näher ran. So schaut das Ganze hier aus. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Auch wieder schön blutig. Dann haben wir hier im Hostel 3 am Spine und im hier Blu-ray-Disc und das DVD-Logo. Dann haben wir hier die Pokerkarten. Dann das Schriftzug Hostel 3 in Glanzeffekt wieder und das Nameless-Logo. Und auch hier innen drin haben wir wieder, also auf der Rückseite auch wieder hier einen kompletten Charakter mit einem Glanzeffekt versehen. Auch das schaut hier wirklich sehr schön aus. Passen auch zu allen anderen Back-Artworks von diesen Mediabooks. So sieht das Ganze hier aus. Und würde mal sagen, wir schlagen mal auf. Auch hier leider auch dasselbe Hintergrundmotiv wie auch schon bei den anderen beiden. Bisschen schade. Hätte mir auch da ein bisschen was anderes gewünscht. Aber okay. So, einmal hier eben dann die Blu-ray-Disc in der Unrated-Fassung. Laufzeit 88 Minuten. Wurde eben auch hier Bild und Ton verbessert. Hier nochmal das In-Artwork. Und dann blenden wir hier mal durch. Dann hier Hostel 3, Folter und Tod kommen nach Las Vegas. Warum nach Las Vegas? Man hätte es ja auch in der Tschechei lassen können. Eben auch die anderen beiden Teile auch gespielt haben. Und dann geht es eben hier ein paar Informationen über die Entstehung des Films. Dann willkommen im Elite Hunting Club. Dann Hostel 3, Part 3. Scott Spiegel, Regisseur, Drehbuchautor, Schauspieler und Produzent. Dann Kip Pardue, Brian Helsey, privates Stück mit Jennifer Love Hewitt. Und auch hier wieder ein Text bestimmt von Wolf. Also schaut schon ein bisschen interessant aus hier. Und hier im exklusives Interview mit Frederik Wiedmann. Und dann haben wir hier eben Text von Wolfgang Brunner geschrieben und das Interview wurde schon im September 2020 geführt. Jawohl, so wie schon mal dazu. Dann haben wir hier noch dann die DVD-Fassung. Die sieht hier so aus. Mit einer Laufzeit von 84 Minuten. Hintergrundmotiv ist auch dasselbe wie auch schon bei den anderen. Jawohl, liebe Filmfreunde. Und das war's auch schon mit den drei Medienbooks aus der Schuber-Edition von Hostel von Nameless Medien. Muss wirklich sagen, ich bin dann doch hellauf begeistert, jetzt endlich diese Filme nun jetzt endlich angucken zu dürfen. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf den zweiten Teil und auch auf den Director's Cut von den USA mal anzugucken, denn den kenne ich glaube ich noch gar nicht. Und würde mal sagen, wir gehen nochmal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, das war nun die Schuber-Edition von Hostel 1 bis 3. Und ich muss dann doch ganz ehrlich sagen, ich bin doch ein bisschen begeistert von dieser Box. Gut, ich gebe es zu, nicht jedermanns Geschmack mag die Folterinstrumente auf den Schuber haben. Ich persönlich schon. Ja, ich schon. Auch die Mediabooks an sich, auch nicht jedermanns Geschmack. Für mich persönlich auch eine coole Idee, bis auf den zweiten Teil, der nicht so ganz dazu reinpasst, aber eine nackte Frau bin ich damit voll und ganz einverstanden. Also damit kann ich leben. Was mir nicht so gefällt, ist leider ja die Innenmotive von den Hintergrundmotiven von den Discs, dass die überall gleich sind. Da hätte ich mir ein bisschen was anderes da gewünscht, ganz ehrlich. Denn überall dasselbe Hintergrundmotiv finde ich ein bisschen langweilig. Aber der ist auch wirklich jammern auf hohem Niveau, wie ich jetzt persönlich finde, denn es gibt auf jeden Fall Schlimmeres. Ansonsten ist hier eigentlich eine komplette Edition vorhanden. Also was will man hier noch mehr? Echt sehr geil gemacht. Und endlich, wie gesagt, Hostel 2 in der Unrated-Fassung vorhanden oder Uncut-Fassung vorhanden, die man auch damals im Kino sehen konnte. Lange hat es gedauert, ist immer noch indiziert, aber nicht mehr beschlagnahmt. Und ja, nochmal vielen Dank an Nameless für die lange Arbeit, dass es geklappt hat, doch mal zu veröffentlichen und ja auch an Ike Media, dass es du vertreiben darfst. Ich bin auf jeden Fall froh, diese Box bekommen zu haben. Und jetzt seid ihr gefragt, wie findet ihr denn diese Box?
genauso geil, wie ich sie finde, oder eher doch nahe lieber auch die einzelne Mediabox und eben ein schickeres Motiv aussuchen für euch persönlich. Aber ihr habt ja genug Auswahl, ihr könnt ja wirklich jetzt selbst entscheiden, was euer Lieblingsmotiv ist. Also da ist jetzt wirklich jedermann gefragt oder jedermann hat da seinen Geschmack bestimmt gefunden. Aber schnell, seid trotzdem schnell, denn denke mal, auch diese Mediabooks werden recht schnell verkauft sein. Aber es gibt noch VHS-Editionen, die gibt es bestimmt ein bisschen länger. Ja, das war's von mir mit dem langen Unboxing-Video zu Hostel 1 bis 3 in der Schub-Edition. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen die Augen öffnen mit dem Unterschied zwischen Director's Cut und der europäischen Fassung von Hostel 1. Und wie eben auch die Box innen ausschauen wird. Ja, das war's von mir. Bleibt bis dahin schön gesund. Tschüss mit Ö und...